Das will ich jetzt. Wir zwei vor der Kutsche. Seid ihr eingespannt? Hey Freunde, Diggi und ich, wir fahren jetzt nach Landshut, um den Chris bei seinem Wettkampf zu unterstützen. Wir zeigen euch jetzt noch kurz ein paar Trainingsimpressionen vom Chris von dieser Woche und für uns geht's jetzt los. Let's go, Chris! So, wir sind jetzt angekommen. Schauen wir mal, wo das ist. Haben Sie Quote gegeben? Ja! Bei mir ist der Klaus. Klaus, wie lange hast du deine Box schon? Mittlerweile seit 4 Jahren, weil ich das vom vorherigen Inhaber übernommen habe. Und jetzt seit 4 Jahren gehört es der Marina und mir. Wie lange machst du jetzt hier diesen Wettkampf schon? 2015 haben wir angefangen mit dem Boris Battle. Nächstes Jahr wird es dann immer das 10-Jährige. Wie viele Teilnehmer sind jetzt dabei heute? Aktuell wirklich am Floor sind 56 Athleten. Richtig stark. Cool. Danke dir. 2, 1, auf geht's! Das erste Workout war ein 10 Minuten M-Rap, 12 Kalorien Rudern, 5 Shoulder to Overhead mit 90 Kilo und ein stetig ansteigender Komplex aus Chest-to-Bar-Pull-Ups und Bar-Muscle-Ups. Der erste Workout ist vorbei, der Chris hat es in die obere Hälfte geschafft und jetzt erfahren wir gleich, was das zweite Workout ist. Dieses Workout ist ein 4-Time, 30 Kalorien als mehr, 30 Alternating Dumbbell Sessions, damit 22, wären 30. 30, 20 Kalorien als jetzt zu machen, 20 Dumbbell Overhead, unter 90 Grad bitte, 20 Hochjump Over, 10 Kalorien, 10 Alternating Dumbbell Squats. In einer flüssigen Bewegung. 10 Burpee Box Jump Over. You think the workout is good for Chris? I think it's very good because like 30 kilos dumbbell for him is nothing. I believe in him. Der Workout lief ganz gut beim Chris, er ist immer noch in der oberen Hälfte platziert und im dritten Workout geht es jetzt mit Fat Bar Deadlifts, Echo Bike und sehr, sehr vielen Wall Balls weiter. Der Papa stolz? Immer. Und Chris, wie war's? Es waren mehr Athleten als letztes Jahr. Platzmäßig bin ich jetzt, glaube ich, soweit zufrieden. Bin im ersten Workout 10. geworden, im zweiten 7. und im letzten 8. geworden. Final auf dem 8. Platz gelandet. Fast ist eigentlich 8. von 19. Guy, is there anything you would like to add to this vlog? I'm very proud of him, my young brother. So he make me proud. Doesn't matter like which position, even like if it was the first, the 8th, the 10th. But just to show up at the competition and do everything like it's already like very nice. Aww. So, look this.